So, bin ja schon ein bisschen aufgeregt, ne? Geht bei mir so. Bin eigentlich ziemlich tief entspannt. Ja, was wollen wir denn machen? Du willst einen zuerst und dann will ich einen oder was? Ja, können wir machen. Du meintest ja zuerst, machen wir random, aber ich kann auch zuerst auswählen. Gar kein Problem. Ja, ist voraussetzungslos, ich ihn habe, also muss mal gucken. Ich habe Ja. nicht alle. Also sag einfach mal einen und dann. Ja, starten wir erstmal und dann gucke ich. Ich muss in die Champion-Liste gucken. Dann lass uns als allererstes Irelia nehmen. Wie wär's? Irelia habe ich. Kann man machen. Irelia, weißt du, so ein Charakter, den ich gefühlt nie spiele. In Earth ist sie cool, aber in auch Endgame. Ich finde die Ulti so fucking useless. Ich mag Charaktere nicht, bei denen die Ulti einfach Die ist scheiße nicht ist. useless. Die ist Alter. vollkommen scheiße. Da weißt du nicht, wie man sie spielt. So sieht's aus. Digga, das ist einfach nur sinnlos gespamme so und kann so ein bisschen Schaden reindrücken, aber nicht mal wirklich viel. Und CC hat sie auch nur, wenn der Gegner mehr Leben hat als du selbst. Oh, wir haben bei den gleichen Ja, Skin. das ist der geile Arsch-Skin. Ja, das soll jeder. Der geile Arsch-Skin. Ah, nee, ist klar. Ja, guck's dir doch mal an, also da kann man nicht nein sagen. Ja, die hat schon einen ganz kleinen Arsch. Das liegt aber an der Hose. Vielleicht hat sie auch einen Schwabbelarsch. Das sieht man an der Hose eh nicht. Ja, da hast du recht, vielleicht macht die Hose einfach nur alles straff. Was sagst du? Ich hoffe nur, dass ich gewinne. Ich bin aufgeregt. Lange kein 1 vs 1 mehr gehabt. Stimmt ja mit dir nicht. Ja, ich finde sowas immer geil, ey. Geht mir meine ab. Ich versuche ja immer so Mindgame zu machen und zu überlegen, was du so machst und was ich dagegen tun könnte. Um dich perfekt auszukontern. Machst du den Jungle oder was? Red Buff? Nee, ich dachte schon, du machst Red Buff. Weißt du, was du vorhast, du kleine Potzau? Na, Was Scheiße, los, Digga? Komm an hier. Nein. GG! GG! Getötet, Alter. Ich schwör's dir, so nah an der scheiß Power-Range. Ah, okay, 1 zu 0 für mich. Digga, oh, fucking close, ey. Tja, aber springst du auch in die Tower Range? Digga, warst du auch genau an der Tower Range noch und hast mich gestunt, ey. Das war der Plan, darum bin ich da auch hingesprungen. Ah, puh. Close. Das war richtig close, ne? So, nächste Runde, du wählst aus. Nehmen wir Varus. Varus, ach du Scheiße. Okay. Ich bin noch so von Earth gewohnt, ich will mich jedes Mal teleportieren. Ja, das ist echt schlimm, ey. Ja, fast Warum hätte habe ich. ich nicht einmal, warum habe ich nicht einmal gekriegt? Das muss so Laune machen, ey. Ich hatte ihn einmal, aber der wurde dann quasi weggemacht, weil jemand das Spiel verlassen hat. Naja, es wurde auch bei mir schon so oft gedodged, Alter, wenn irgendwas Geiles war. Also hätte ich mich jetzt teleportiert, hätte ich mein F verbraucht. Das wäre auch ein bisschen kacke. Also teleportiert in Anführungszeichen. Immer diese Wartezeit und immer diese Wards bei mir. Ja und lass mich. Das mache ich immer so. In normalen Spielen setze ich den immer an den Tower, damit der Gegner ein bisschen Geld kriegt. Warum? Weil ich ihn sowieso besiegen werde.
Ich gebe dem Gegner gerne einen Vorteil, damit ich ihn fertig machen kann. Kommst du mal aus dem Nichts, ne? Das war mein Vater, das ist das Einzige, was Sinn macht. Lauf damit! Hm? Lauf damit! Verdammt! Nein, lass mich rein! Oh, hätte ich diesen Schuss gedodged! Hätte ich diesen Schuss gedodged, verdammt! Oh, hätte ich den gedodged, dann wärst du fertig gewesen. Ah, verdammt. Ja, dann wäre ich fertig gewesen. Es war so gut geplant. Ja, nur deswegen habe ich Barrier mitgenommen, damit ich diesen einen Moment ausnutzen kann. Easy, easy. 1-1, okay, komm. Gott sei Dank, das Spiel wird nicht mehr ganz so schlecht, wenn ich voll abgekackt hätte. Wäre echt scheiße gewesen. 1-1 ist schon mal gut. Wir spielen Syndra, wenn du hast. Syndra ist gut. Die habe ich oft genug gespielt. Ja, stimmt, hast du erst letztens erwähnt, ne? Aber ich muss auch drauf drücken. So. Allein gekommen. Weißt du, bei jedem 1 gegen 1. Was ich mir so im Internet angucke, schaffen sie es meistens mindestens bis Level 6, wir sind so Level 3 und dann schon gegenseitig in die Gastspiele. Wir sind halt aggressive Spieler, man merkt das schon, ne? Ja, irgendwie schon. Ich flash auch immer rein in die Gegner und flash nie weg. Also ich benutze fast nie zum Weglaufen, immer nur zum Rein-Engagen oder was. Ab und zu benutze ich das schon zum Weglaufen. Ja, über eine Wall oder so, wenn man es gerade zur Verfügung hat, aber wenn ich ready habe und gerade irgendwas angreife, dann auch. Jetzt nimmt der Barrier mit. Ja. Das wird dir aber nichts bringen, mein Freund. Na, sag mal nicht. Wenn man schon nicht hitten kann, dann Auto-Attacks, wa? Fuck you. Fuck you, ey. Ja, dafür bekomme ich keine Minions ab. Nein, Minions. Double hit. Ich krieg keine Minions. Ich hab 2. Dreck. Fuck you. Komm her, Mann. Oh, ich hab keinen Mana mehr von meinen. Nein! Dreck! Oh, da wollte er mich wegexploden. Ja. Ich hätte dich auch erwischt. Es bringt ja auch nichts mehr ohne Mana. Kannst machen, was du willst.
Ah, oh, du Lacker, du. Ich glaub's nicht. Hau raus, alles, was du hast. Oh, keine Sorge, ich spare mir nur mein Mana schon auf. Bereitet er sich auf die Ulti vor. Ah. Dreckige Lacker, du. Close. So ein bisschen. Oh Mann. So, bin ich immer gespannt, wie du da jetzt durchkommst. Ja, natürlich. Mein Plan ist immer noch besser als deiner. Okay. Haben wir jetzt beide unsere Ulti gewastet? Nein, nur du. Oh Gott, dann muss ich verpassen. Da, ich kriege hier Kombin jetzt zusammen. So schlecht den Last hätten mit AP. Wie lange ist das hinziehen? Ich weiß es nicht. Bis du aufgibst, würde ich sagen. Allein bis ich aufgebe. Bis einer von uns stirbt. Aufgeben gibt's nicht. Oder später will einer von uns sterben. Das ist auch möglich. Dann macht er sich einen Blue Buff. Das hab ich doch ganz genau gehört, Mann. Aber selbst das bringt dir nichts. Ich habe keinen Blue Buff gemacht. Nein, wieso tust du sowas nicht? Warum sollte ich? Weiß nicht.
Bringt doch was. So, oh Gott, nein, Tower, Tower, Tower. Ja! Keine Chance. 2 zu 1. So sieht's aus. Oh, das war aber wahrscheinlich der letzte Tick von Ignite, ne? So. Okay. Nächste Runde. Für mich heißt es schon fast Gewinn. Ja, das war auch dein Pick. Ja. Mein komm. Pick, du musst jetzt noch meinen Pick gewinnen. Also von daher. Das kriege ich auch noch hin. So, was möchtest du? Nehmen wir mal Evelyn, ne? Oh Gott, wie ich sie hasse. Ich bin halt überhaupt gar kein Evelyn-Spieler, also absolut rein ja, gar nicht. Du denkst, ich spiele Syndra alle 2 Spiele oder was? Ach komm, Syndra kann jeder. Du hast hier einen Pick ausgewählt, der richtig kacke ist. Deswegen haben wir auch bis Level 11 gebraucht, bis wir fertig waren. Weil wir beide vorsichtig waren. Er ist halt Syndra, die kann halt auf Abstand gehen. So. Die Bitch. Tresorknacker. Oh Gott, ich werde so verkacken. Aber gut. Dein Pick. Nehmen wir jetzt dieses mein Pick. Schau, dass du kein S-Raid hast, ey. Das hast du wahrscheinlich nur gesagt, damit wir ihn nicht picken. Wahrscheinlich hast du ihn. Du kannst doch so gucken, welche Charaktere ich habe. Das ist natürlich ganz interessant, dass wir uns nicht sehen werden. So. Stehen gerade direkt nebeneinander. Naja, das nicht. Du machst ja deinen Kreis, in dem du sich aufhalten musst. Aber wahrscheinlich bist du wieder im Busch. Du bist so ein Buschmensch. Das brauche ich nicht mit Evelyn. Dafür habe ich Evelyn so. Ja, aber das wäre ja der Trick. Man würde denken, ach, Evelyn ist sowieso nicht im Busch. Da gehe ich mal selber in den Busch. Und dann bam, bist du tot. Ja, und das tust du schon nicht, weil du doch gerade genau das gedacht hast. Das heißt, du wirst jetzt nicht im Busch gewesen sein. Ja, doch. Ich war im Busch. Nein, war ich nicht. Eine leere Lane. Ja! Easy. Der Damage, den wir mir da raushauen. Ja, immer das schon Damage bekommen. Die ich jetzt schon wieder habe. Hallo. Nee. Der hat der Damage gekriegt. Jawohl. Noch einmal. Und noch einmal. Und noch einmal. Nein! Oh, das hätte es gebracht! Ach Gott, nein! 2-2. Naja. Ich würde mal sagen, haben wir ganz schnell geklärt, oder? Wie hast du mich nach dem Flash noch bekommen? Digga, das ist einfach. Du hast verloren und gut ist. Ich habe mich wahrscheinlich mitten in deine Zacken reingeflasht. Digga, du spielst gegen Evelyn Main. Wenn ich mit Evelyn verloren hätte, dann hätte ich meine komplette Existenz hinterfragt. Komm, das war schon extrem close. Ja, natürlich ist es close, weil wir direkt im Combat waren. Das ist doch logisch. Aber wenn ich rausgeflasht wäre, wärst du gestorben. Eiskalt. Puff. Du weißt, dass sie noch Barrier hatte. Ich habe sie nur nicht genommen. Du hast sie benutzt. Ich habe es ganz genau gesehen. Ich habe kein Barrier genutzt und ich habe nicht mal Flash benutzt, Kollege. Ich hatte noch alles auf ready. Ich habe dich einfach nur getötet. Ja, komm. Nächste Runde. Lad ein. 2-2. Letzte Runde. Jetzt ist es random. Jetzt ist die Frage, wie machen wir das? Jetzt müssten wir eigentlich einnehmen, die wir beide nicht können. So. Und Twitch auf AP ist
nicht gut. Ich sag's ja. Ja, hab ich mir schon gedacht, er hat ja nur einen Skill, der darauf skaliert. Das ist sein Ausmerzen und das skaliert ja nicht mal gut. Nee, nicht wirklich. Oh Mann. Okay, warum nicht? Oh, ich hab kein... Oh, kein Mana für die Ulti. Wow, was ein Angriff da. Hau ab. Ich hatte kein Mana für meine Ulti, Mann. So ärgerlich. Ah, dieser eine Hit. Ich habe eine Millisekunde zu früh geheilt. Du hast deine Gneid zu früh gesetzt. Oh, fuck. Ach komm. Mein Fahren war besser und das hat mir den Gewinn gebracht, also. Am Arsch, du hast gesehen, dass es gerade ziemlich even war, also von daher. Digga, ich drauf geschissen, even ist nicht gewonnen. Ich hatte 43 Fahren, du hattest irgendwas mit 28 oder so. Also. Ja, ich bin schlecht mit AD Carry, das kriege ich nicht hin.